Moinsen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Flautsam. In der letzten... fängt schon gut an, und zwar Bergungsbrücke wurde vollständig geborgen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass wir in der letzten Folge so ein wunderbares Haus uns erforscht haben. Na, sieht das nicht einfach wunderbar aus? Und jetzt auch noch einmal von hinten. Ja, okay. Ja, hinten muss nicht schön sein. Nach vorne hin soll es ja strahlen und glänzen. Genau. Und zwar hier mit unserer Forschungsstation haben wir ein bisschen was hinbekommen. Man sieht jetzt auch den ersten Reiter, abgesehen von dem großen Lagerplatz, was uns noch 3 Bücher aufbrauchen wird, haben wir alles fertig. Hier in Salze noch einmal und ein kleiner Wasserbehälter. Das wäre noch zu erforschen. Beim Essen ist noch ein wenig. Und dann wären wir tatsächlich mit der Forschung auch insoweit durch. So, schauen wir mal. Sind noch Bergungsbojen? Nein, sind keine mehr da. Das heißt, ich würde sagen, das ist erledigt. Das hier vorne fehlt noch. Wir schippern mal so. Na, kommt. Wir nehmen jetzt erstmal noch den Fisch und ein bisschen von diesem Müll hier mit. Fisch ist immer gut für Nahrung. Plastik haben wir eigentlich genügend, aber ach. Alles einsammeln. So, einmal das. Vergrößern, auch wenn wir es nicht wirklich benötigen. Schwimmen. Hier. Und mal 3 Mann. Und das Ganze wieder etwas auf schnell gestellt. So, der hackt fleißig. Und mal noch ein bisschen mehr. Damit wir hier unten noch ein bisschen Wasser. Okay, es ist fast voll. Tatsächlich fehlt es uns an Brennstoff. Oder Brennmaterialien. Da ist er gerade gut dabei. Das passt also insoweit. Oh, okay, also Plastikmüll sollten wir, glaube ich, jetzt demnächst erstmal nicht wirklich mehr einsammeln. Wir haben einfach mehr als genug. Also egal, wie dreckig die Meere sind oder sowas, wir putzen da jetzt nicht mehr wirklich weiter. Ja, so ein bisschen egoistisch gedacht, warum sollen wir aufräumen, wenn unsere Vorfahren das hier vermüllt haben. Haben ja doch schon tatsächlich einiges eingesammelt. Wenn ich mir überlege, hier die Lager sind alle sowas von voll. Das bringt doch nichts. So, Fischerboje ist fertig, das hat der Tagesbericht. Etwas an Essen haben wir verloren. Ja gut, haben jetzt nochmal neuen Fisch eingesammelt. Und das ist hier noch zum Trocknen. Ja, da. Das heißt, bald ist die Nahrung auch fertig. Algen sieht langsam schlecht aus. Machen wir noch. Ja, ein bisschen Knabberfisch. Wenn wir mal wieder irgendwie hier einen Vogel oder eine Möwe auf unser Boot locken können. Stefan damals, der hat ja irgendwie nicht lange ausgehalten. Der ist relativ zügig wieder abgehauen. So, 2 Mann hier gerade dabei. Ja, das passt. Sobald die zurück sind, haben wir alles. Ah, nein, die können ja weniger tragen als die Boote. Na gut. Dann hat er nochmal der Letzte unterwegs. Sehr gut. So, wir schauen mal. Richtung Norden war ja eigentlich so mein großes Ziel. Dann würde ich sagen, einfach mal hier einmal dazwischen. Dann können wir zum einen auch nochmal ein bisschen abangeln. Schauen, was es hier oben gibt in der langen Insel. Und auch hier drüben ein bisschen Holz einsammeln. Denn ich würde jetzt tatsächlich langsam ein bisschen die Geschwindigkeit, mit dem wir das Spiel hier betreiben, erhöhen. Einfach nur, damit wir hier so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, durchkommen. Weil unterm Strich machen wir ja, blöd wie es klingen mag, irgendwie nur noch das Gleiche. Nur nach einsammeln. Nein, war das das Falsche? Das war das Richtige. Okay, und los. Ja, deswegen, so viel gibt es jetzt, glaube ich, erstmal momentan gar nicht zu tun. Abbrechen. Rot, bergen. Und los. Machen wir es mal so. Ja,
Naja, noch ein bisschen Holz ist da. Sehr gut, noch zweimal hinschippern. Was sagt eigentlich unser Metall? Ja, verarbeiten wir auch da mal alles. Also was ist wirklich mau? Und für Wasser brauchen wir Brennstoff. Das wäre hier. Machen wir auch einmal das hier komplett voll. Holz müsste ich... Holz da, genau. Das auch nochmal ein bisschen angehen. Jetzt würde ich sagen... Doch noch einen Wasseraufbereiter? Nein, denn dafür fehlten uns Bretter. Sehr schön. Na gut, der ist fertig. Also vielleicht noch einen so einen wunderbaren Matrosen hier mit anlocken, wäre nicht das Schlechteste. Die Insel ist auf jeden Fall fertig. Das heißt, wir müssten doch... Es war ja Holz drauf, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ach, nicht so viel. Na gut. Das sollte sich bald geregelt haben. Tagesbericht, okay, mag er nicht. Achso, der hat es einfach noch nicht, gar nicht abgegeben, das ganze Holz. Reicht's schon? Nein, es reicht noch nicht. Dann machen wir es halt so. Noch hätten wir genügend Wasser. Hier ist auch komplett fertig, das heißt nur noch Fisch. Und dann könnte es sogar gleich weitergehen. Sollten wir noch eine Anlegestelle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das würde jetzt vielleicht doch ein wenig zu viel des Guten werden. Denn wir haben ja Anleger genügend. Beziehungsweise könnte ich den noch hier irgendwie hinsetzen? Nee. Was kann ich denn da überhaupt noch hinsetzen? Also nichts wirklich mehr. Was? Nee. Ach, das würde noch gehen. Ja, dann bauen wir jetzt hier noch einen Salzer hin. Treibstoff haben wir einiges verloren. Ja gut. Das passt. Okay, Trinket kommt gleich nach Hause. So, ab ins Bett. Ja, er schläft. Und weiter geht's. Was gibt's hier? Nur Plastik. Nee, gehen wir mal hier hin. Noch ein bisschen Fisch, noch ein bisschen Holz. Sehr gut. Hier haben wir davon alles. Wo war der Fisch? Da. Und... Oh, sehr gut. Altmetall hätten wir dann auch. Haben wir nicht ein bisschen was eingesammelt? Nein. Na gut, das passt. Haben wir genügend auf Lager. Was wir wieder überhaupt nicht auf Lager haben, sind einfach mal Bretter. Wo machen wir mal gleich eine ganze Reihe mehr. Die gehen immer relativ zügig weg. Wir haben jetzt auch nirgendwo mehr. Okay, fertig, fertig, fertig. Wir haben nirgendwo auch mehr irgendwie wirklich jetzt eine Möwe gesehen. Das finde ich sehr schade. Also anscheinend sind die sehr, sehr selten. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir davon bekommen könnten, weil das Vogelhaus, das konnten wir ja mehrfach setzen. Ich weiß jetzt nur nicht. Wo war denn das? Was war das? Ach, die Bojenlampe. Die Bojenlampe, die eigentlich so gar nichts gebracht hat. Hier wäre
ein Vogelhaus. Ja, da fehlen die Bretter. Jetzt einfach nur so aus Spaß bauen? Nee. Ich glaube, das bringt wenig. So, Fischerboje ist auch erledigt. Okay, das nur noch einsammeln. Den einmal zurückkommen lassen. Genau, alles raus, alles in die Lagerabteilung. Ne, da wird man. Und noch einmal Bretter. Dann hätten wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was. Fände ich sinnvoll. Er lagert aber hier auch so ein bisschen ein, wie er lustig ist. Wenn ich den hier hinsetze, dann könnte ich so... Nee, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Und dann können die vielleicht auch in das Lager so rumrennen und müssen die nicht komplett außenrum. Unserem Willi geht's gut. Ne? Ja. Ah. In der Richtung gibt's noch ein bisschen was. Also was natürlich jetzt echt nicht schlecht wäre, wenn man hier oben noch irgendwie eine Art Kompass oder sowas hätte, dass man sieht, okay, wo ist Norden, Süden, Osten, Westen und so weiter. Vielleicht wird das ja auch irgendwann mal noch nachgeholt. Denn die Entwickler sind tatsächlich immer noch dabei. Also ich hatte gesehen, es werden regelmäßig auch Updates gefahren. Hier auch gerade das, dass wir die Gebäude so upgraden können. Ui. Das ist jetzt erst vor kurzem. Also ich glaube, letzten Monat ist das hinzugekommen. Das gab es so noch nicht. Okay. Also wie gesagt, das Spiel ist nicht, noch nicht tot. Beziehungsweise zu Ende programmiert. Was ist der Tagesbericht? Wasser. Wasser. Ja. Mal einen Salzer, aber wir haben hier einen Entsalzer und im Forschungsfenster stand da noch ein Entsalzer. Achso, das ist ein Upgrade. Sollte man jetzt vielleicht mal wirklich 12 Bücher sparen, bis man da hinkommt? Das ist die große Frage, wo geht's hin? Machen wir einen Zickzackkurs und danach geht's hier hoch auf die einsame Insel, weil ich möchte meinen, da gab es ja neue Bewohner. Na Gott, und jetzt sieht man hier schon wieder so viele tolle Dinge. Oh wei. So, erstmal hier wieder einsammeln. Los. Irgendwo hier hinten gab's Fisch. Da. Auch das einsammeln. Nö, Plastik lasse ich immer noch nach wie vor sein. 3 Bücher. Es ist schwierig. Also ich würde am liebsten tatsächlich einfach das einsammeln. Einfach nur, damit man es hat. Kann man auch sagen? Ah, na das ist ja noch cleverer. Dann sammeln wir das gar nicht in den Plastikmüll ein, sondern wirklich nur diese Floater. Also ich sag mal quasi das Wichtige. Den Rest lässt man. Okay, was haben wir? Bergungsboje, die erste ist fertig. Das ist das Holz sicherlich, ja. So. Mach gleich mal noch ein paar mehr. Grüßt du mich? Ja, ich grüße dich. Denn...
damit das auch wieder passt. Also Nahrung läuft wunderbar. Also wir haben jetzt wirklich 91 Nahrung, Wasser 16, schwierig, schwierig. Man könnte noch... Kann man den hier unten? Ah, ärgerlich. Gut. Wir setzen jetzt einfach mal mit Wasser voll. So, benötigt ich noch irgendwas? Theoretisch nicht wirklich. So, gehen wir mal noch hier hin. Dann hier noch ein bisschen ein und dann geht's aber rüber in die einsame Insel. Die würde ich gerne wirklich noch diese Folge besuchen wollen. Wo ist der Fisch? Hier. Okay, das haben wir. Zwei Mann bergen. Los, auch das. Und was gab es jetzt hier noch in der Nähe? Die Algen, den Fisch. Ja, ein bisschen weiter noch Holz. Das hier anscheinend. Ja, doch. Ist doch ein bisschen was. So, ihr kleinen Racker, jetzt sammelt aber schnell. Okay, das ist fertig. So, der Felsen ist fertig, Fischerboje ist fertig, Fabrikruine, okay, das war von davor. Nee, nichts hier von wegen Fischerboje, das war auch davor. Das fehlt doch hier noch. Möchte das vielleicht mal jemand ausladen? Also ich frage mal so für einen Freund. Ja, wir brauchen unbedingt Personal. Bringt alles nichts. Bretter auch wieder alle. Er macht gerade welche? Nein, er macht auch noch Feuerholz. Bergungsboje haben wir. Okay, von dem haben wir alles ein bisschen im grünen Bereich, alles etwas herstellen können. Was ist eigentlich das hier oben? Kamerarotation zurücksetzen. Ach, jetzt sind wir quasi... Sind wir jetzt ausgenordet? Ne, nicht wirklich. Okay. Lass mal so. Okay, fertig für die Benutzung. Möchte jetzt bitte jemand? Okay, der durchgeschwommen. Also die sind hier manchmal echt wirklich schmerzfrei. Wie sieht's aus? Noch 6, noch 5 Fische. Okay, die Folge wird jetzt anscheinend mühelänger. Einfach nur, weil, wie ich versprochen habe, den letzten Bewohner holen wir uns noch in der Folge. So, wo geht's hin? Hier geht's hin. Und Attacke los. Und zwar den Ben Kipper. Nee, Kevin Flott.
Ach, Binnkipper. Müllmann. Okay. Das war er ursprünglich vom Beruf. Na? Da Kevin Flott. So, da ist er. Immer ein bisschen langsamer. Und arbeitet auch gleich fleißig mit. So gehört sich das. Ich würde den jetzt nur gleich mal noch einstellen wollen. Und zwar, was macht er? Bei Bojen Gegenstände bergen. Na, wenn ihm das so gut passt. So, und Bergungsgeschwindigkeit ist hoch. Ja, dann passt das. Ist auch gleich gut eingestellt. Okay, wie versprochen, wir haben einen neuen Matrosen, einen neuen Bewohner hier in unserer Stadt. Noch in dieser Folge geschafft. So, da ist er. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem weiteren... Wir sehen uns morgen in einer weiteren Folge. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.